Urlaub war für mich als Kind immer die Herausforderung, einen anderen Alltag zu meistern. Selbst wenn ich nicht weit verreist bin, war es ein anderes Essen, ein anderes Bett oder ein anderes Zimmer. Und somit musste man schon ein paar Herausforderungen schaffen. Und wenn ich zurückgekommen bin vom Urlaub, habe ich immer das Gefühl gehabt, verwandelt zu sein. Und alle anderen müssen das doch merken, dass ich ein anderer Mensch geworden bin. Die haben das aber nicht gemerkt. Und trotzdem war ich ein Stück weit verwandelt, ein bisschen anders, ein bisschen weiterentwickelt. Und dafür ist ein Urlaub schon sehr gut. Ja, der Urlaub in meiner Kindheit, mein Gott. Eigentlich, wenn wir da so im Sommer gefahren sind mit meiner Mutter, und das war eigentlich bis zu einem gewissen Grad, wenn ich dran denke, schrecklich. Es war alles so formell, man war in irgendeinem Riesenhotel und, ach Gott, wirklich schön war es, dass ich zeitweise im Sommer meist bei meiner Großmutter, die hat ein Haus gehabt im Marienbad. Und das war schön, das war ungezwungen. Und das war wichtig für mich, denn da habe ich mich erholt und da habe ich mit den Nachbarskindern gespielt. Und die Großmama, die war überhaupt reizend, ja, die hat für mich viel Verständnis gehabt und man hat gespielt und das braucht man als Kind. Urlaub hatten die anderen. Also, kann man erinnern, unser Nachbar hatte einen Buch 500, cremefarben mit Fetzendachel. Und die sind immer natürlich nach Kaorle gefahren. Und wir haben mitgefiebert, wie die Tage vorher schon eingepackt haben, was alles mitgenommen haben. Es war ein bisschen wie bei Birnen und Knapp. Diese Urlaubssequenz, das braucht man und das müssen wir noch, und haben sie einkauft und kleine Hausapotheke und wir haben gesagt, oh, nicht vergessen, Lagerblaster, das gibt es in Italien vielleicht nicht und. Und dann haben die gepackt und irgendwann sind sie dann nach Italien gefahren. Und dann haben sie nur gewunken durchs Dach und dann sind sie entschwunden auf der Umfahrungsstraße Richtung Kaorle und wir sind zurückgeblieben und haben bei Autofahrern unterwegs Katharina Valente singen gehört, komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und da haben wir so ein Urlaubsgefühl, ein kleines gehabt. Haben wir so der Himbeer getrunken. Urlaub ist für mich heute noch sehr wichtig. Man braucht ab und zu immer eine Auszeit. Und ich glaube, gerade als Kind war das auch immer wahnsinnig schön, von der Schule mal eine Auszeit zu haben und zu genießen und Abenteuer zu erleben, Sachen zu besichtigen, Neues zu erleben. Und ich glaube, auch für jedes Kind ist das ganz wichtig. Und meine Jugend in dieser Zeit war dann in Südtirol, im Salzkammergut. Ja, und das waren meine Urlaube und immer mit anderen Freunden, Kindern. Komischerweise habe ich nie ein Mädchen mögen, bis zum, das ist später ganz anders geworden. Also wenn ich mich vergleiche heute, wie ich auf Urlaub fahre und damals, wie ich als Kind auf Urlaub gefahren bin, dann würde ich gern wieder ein Kind sein, weil man viel weniger strenge Ansprüche stellt, weil man einfach Sachen sofort schön findet, weil man sie das erste Mal sieht, das erste Mal die Füße ins Wasser hält, das erste Mal Meer sieht, das erste Mal eine fremde Speise aus einem fremden Land irgendwo essen kann, das erste Mal Skifahren geht oder so. Das sind Dinge, die man jetzt schon öfter gemacht hat. Man bekommt langsam Ansprüche als Erwachsener, was total blöd ist, aber es passiert einfach. Und damals als Kind einfach unschuldig in ein Land fahren, mit Menschen, die man gerne hat, einfach abschalten zu können, Dinge das erste Mal zu erleben, das finde ich irrsinnig schön. Ich hoffe sehr, dass heute viele Kinder das haben. Es ist so wichtig. Das ist nicht Entspannung, das ist Freude. Und der Mensch braucht Freude zum Leben und ein Kind schon überhaupt. Mein Name ist Erwin Rossmann. Ich bin der Leiter des ersten urbanen SOS-Kinderdorfes in Österreich, hier im 21. Bezirk in Floridsdorf in Wien. Wir haben unser SOS-Kinderdorf vor 10 Jahren mit einer Familie und 3 Kindern eröffnet. Inzwischen leben mehr als 160 Kinder aus Wien und anderen Nationen in unseren Familien, Wohngruppen und im betreuten Wohnen. Die Pädagogen gestalten mit den Kindern den Alltag, die Schule, die Freizeit, die Kontakte mit den leiblichen Eltern, natürlich aber auch die Ferien und die Urlaube im Winter und im Sommer. Und jetzt freuen wir uns schon sehr auf dieses große Geschenk von vielen Urlaubstagen, wo wir nächstes Jahr mit unseren Kindern ganz bestimmt hinfahren werden. Vielen Dank!
ein herzliches Dankeschön unseren Hotelpartnern, die heute mit uns ein großes Stück Lebensfreude vermitteln. Das Connoisseur Circle wird heute 10 Jahre alt. SOS Kinderdorf Wien wird heute ebenfalls 10 Jahre alt. Was gibt es Schöneres, als gemeinsam zu feiern? Gemeinsam feiern heißt doppelte Freude.